Heute wollen wir beginnen mit den Genossinnen und Genossen aus Nordkorea. Wie deren Nachrichtenseite meldet, die Ausstellung über die Entwicklung der Landesverteidigung Selbstschutz 2021 wurde feierlich eröffnet. Die Ausstellung ist von glühender Dankbarkeit und Faszination vor unserer ruhmreichen Partei, Partei der Arbeit Koreas, erfüllt, die die rasche Entwicklung des Aufbaus der selbstschützenden Verteidigungskraft leitete und die absolute Kraft für zuverlässige Wahrung des ewigen Wohlergehens und der Zukunft unseres Volkes schuf. Na, zumindest machen die Nordkoreaner ihrem Volk keine Angst. Und Selbstschutz hat natürlich auch ein bisschen was von Selbstbefriedigung. Mit einer befriedigenden Prise Humor in den 29. Oktober 2021 ihre Kurznachrichten. Beginnen wir heute in Deutschland. Die CDU fordert von SPD-Kanzlerkandidat Scholz ein klares Bekenntnis zum Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel ist zu ihrem letzten offiziellen Besuch eingetroffen in Griechenland. Es gibt einen neuen ARD-Deutschland-Trend. Eine wachsende Mehrheit gibt es für Tempolimits. Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Oktober um 4,5% im Vergleich mit dem Vorjahresmonat gestiegen. DIW-Chef Fratzscher warnt in der ARD vor einer Lohnpreisspirale. Auch deutet sich an, dass der deutsche Aufschwung im Herbst abgewürgt wird. International der Streit um Fischfanglizenzen zwischen Frankreich und Großbritannien spitzt sich zu. London hat die französische Botschafterin einbestellt. Joe Biden legt ein Sozial- und Klimapaket vor. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump und Tesla-Gründer Musk haben sich gegen die von Mitgliedern der Demokratischen Partei der USA vorgeschlagene neue Milliardärssteuer gestellt. Der ukrainische Botschafter in Berlin hat in einem Interview mit der Bild seine Unzufriedenheit über die Reaktion Deutschlands auf den Drohnenangriff des ukrainischen Militärs im Donbass geäußert. Die Bundesregierung rief alle Seiten zur Deeskalation auf. Russlands Geheimdienst FSB tötet IS-Anhänger im russischen Gebiet Murmansk. Europäische Staaten appellieren an Israel, Grund der Siedlungsbau im Westjordanland. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen knüpft die Corona-Hilfen für Polen an die Abkehr von der Justizreform. Reuters berichtet, sind das schon Anregungen oder Erpressungen? Russlands Außenamt ruft den Westen zur Einstellung der Waffenexporte an die Ukraine auf. Die Webseite der Deutschen Welle ist in Weißrussland wegen Links zu Inhalten gesperrt worden, die im Land als extremistisch eingestuft werden. Das erklärte der erste Stellvertreter des Informationsministers gestern. Die USA stocken ihre Nothilfe für Afghanistan auf. Für den Sudan fordern die UNO und Joe Biden die Wiedereinsetzung der Regierung. In Laos wurde der größte Drogenfund in der Geschichte Asiens entdeckt. Die Welt ist im Wandel. Aus KenFM wurde Apolut, aus Rider wurde Twix und Facebook wird Meta. Schade, da kann ich meine deutsche Bezeichnung Gesichtsbuch nicht mehr verwenden. Verliehen wird der Negativpreis Goldener Aluhut. Preisträger sind Bodo Schiffmann und die Partei Die Basis. Diese kritisieren, dass sie den Preis nicht auf der Bühne entgegennehmen dürfen. Der Goldene Aluhut wird morgen im Heimathafen Neukölln verliehen. Er wird als satirischer Negativpreis bezeichnet. Der Landesverband der Basis Berlin schreibt, dass ihm eine faktenbasierte Aufklärung um politische Bildung sowie Medienkompetenz und die Fähigkeit des Hinterfragens von Behauptungen in der Öffentlichkeit ebenso wichtig ist, wie vor allem auch die stetige Bereitschaft eines demokratischen Dialogs. Dieser habe im Vorfeld der Auszeichnung nicht stattgefunden. Wir wollen weiterhin für Dialog stehen. Laut dem Direktor des russischen Gamaleya-Instituts Ginzburg kann eine Immunisierung mit dem russischen Impfstoff Sputnik V und anschließende Auffrischung mit nasaler Impfung, wahrscheinlich Nasenspray, den vollen Impfschutz gegen einen schweren Covid-19-Verlauf gewährleisten und eine Infizierung mit dem Coronavirus abwenden. In Bayern wurde ein Labor für die Produktion des russischen Vakzins fertiggestellt. Der russische Direktinvestitionsfonds RDIF hat die Entscheidung Israels begrüßt, mit dem russischen Impfstoff Sputnik V geimpften Menschen die Einreise ab Mitte November zu erlauben und zu einem Ende der Impfstoffdiskriminierung aufgerufen. Der US-Bundesstaat Florida hat eine Klage gegen die US-Administration wegen deren Forderung nach Pflichtimpfungen für einzelne Kategorien der Bürger eingereicht. Markus Söder fordert neue Bund-Länder-Gespräche. Er ängstigt sich wegen steigender Corona-Zahlen. Der Virologe Streeck sieht Deutschland nicht ausreichend auf die Coronavirus-Saison im Herbst und Winter vorbereitet. Die Polizei in Sachsen geht von einer hohen Anzahl gefälschter Impfzertifikate aus. Mehr Beschränkungen für Ungeimpfte gibt es in Thüringen. Der Thüringer Städtebund ist für ein Ende der Pandemie-Notlage. Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen. Es deutet sich an, die Zahlen übersteigen die vom Vorjahr, da noch ohne Impfung. Österreich meldet eine 7-Tage-Inzidenz 287,8. Die EU und Großbritannien erkennen sich gegenseitig 3G-Zertifikate an. Kiew schränkt sein öffentliches Leben stark ein. Wetter, Klabau.
Gorsetschin, der Vorstandsvorsitzende des russischen Energieriesen Rosneft, ist auf dem 14. Eurasischen Wirtschaftsforum in Verona auf die Gaskrise in Europa eingegangen und hat dabei von mehreren Umständen gesprochen, die aus seiner Sicht eine solche Entwicklung verursacht haben. Ein Beispiel nennt er das große Vertrauen in die Windkraft. Deren Stabilität wird überschätzt. Setschin fordert dazu auf, trotz der Politisierung der Energieprozesse die Brücken der Freundschaft und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Russland und Europa zu stärken. Heute viel Sonne bis 20 Grad, ab morgen von Westen Wolken einziehend mit Regen. Machen Sie Alternative Music.